ist an sich für jeden bekennenden deutschen Patrioten eine Selbstverständlichkeit, zum 1. Mai Gesicht zu zeigen und seine Solidarität nach wie vor auch mit dem schaffenden Volk zu demonstrieren. Deswegen stehen wir heute hier. Also ich bin heute hier am 1. Mai in Erfurt. Ganz klar für mich die wichtigste Berufsgruppe, die Mütter, die nämlich ein Müttergehalt verdient haben, wofür sich die NPD jetzt schon ganz, ganz lange einsetzt. 1000 Euro, das schützt vor Armut und wir wollen halt einfach zeigen, wie wichtig uns Mutterschaft ist. Selbstverständlich gehen wir zum 1. Mai auf die Straße, zum Tag der nationalen Arbeit. Im Jahr 2018 ist der Kampf um soziale Gerechtigkeit, um Arbeit für die Deutschen umso wichtiger denn je. Von daher ist das wie eine Verpflichtung und ich bin gerne hier und freue mich, dass heute so viele zur NPD-Demonstration nach Erfurt gekommen sind. Also 1. Mai ist ein wichtiger Tag in unserer Geschichte. Es bedeutet also eigentlich, dass man die Arbeit, die deutsche Arbeit, die geleistet wird, überall hier bei uns würdigt und dass man im Grunde einen freien Tag für unsere Arbeiter geschaffen hat, damit man das auch genießen kann. Also wir stehen hier als politischer Auftrag. Ja, liebe Kameraden, ich bin heute hier, weil ich Flagge zeigen möchte für Deutschland. Weil ich zeigen möchte, dass die Zustände in diesem Land nicht weiter hinnehmbar sind. Und allen, die sich ähnliche Gedanken machen, damit Mut machen möchte, endlich auf die Straße zu gehen und gegen die Missstände in unserem Land vorzugehen und Flagge zu zeigen. Wir haben zum ersten Mal seit längerem wieder eine gesamtdeutsche Demo, das heißt, wir haben alle nationalen, alle volkstreuen Kräfte zusammen hier nach Erfurt mobilisiert. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Ich bin heute jetzt auf der 1. Mai-Demonstration mit der JN, meiner Jugendorganisation, um für bessere Verhältnisse für Arbeiter zu demonstrieren. Wir sind als JN Hessen und natürlich auch als für die NPD-Fraktion Wetzlar bin ich heute hier, um für soziale Gerechtigkeit zu demonstrieren. Die Verhältnisse, wie wir sie momentan haben, sind nicht tragbar. Der 1. Mai ist ein Kampftag immer gewesen, allerdings auch ein Tag, wo man Forderungen stellen muss. Und heute für die nationale Opposition hier in Erfurt ganz wichtig, die Forderung, keine Lohndrücker aus dem Ausland. Und das Zweite ist, die sogenannte Vollbeschäftigung, die Frau Merkel immer wieder verkündet, ist eine faustdicke Lüge. Denn wir haben trotz Arbeit Armut im Land wie nie zuvor. Das ist meine kurze Botschaft an die Menschen hier in diesem Lande. Also Widerstand ist Pflicht, Kampf, 1. Mai gegen das, was das deutsche Volk wirklich zugrunde richtet. Armut und Elend und Import von fremden Arbeitskräften zu unmöglichen Löhnen in unser Land. Dagegen müssen wir kämpfen.